So, nun wenden wir uns an den Rotweinschalotten. Dafür habe ich Schalotten, Rotwein. Können Sie lieblich oder trocken nehmen, welchen Sie möchten. Hier habe ich Wildschü. Schü ist eine Grundsoße vom Wild. Dazu habe ich die Knochen angeröstet mit Gemüse und Tomatenmark und dann mit Rotwein und Wasser abgelöscht. Für die Rotweinschalotten habe ich Olivenöl in einem Topf erhitzt. Gebe nun die Schalotten dazu. Die Schalotten werden nun scharf angeröstet, damit sie Farbe bekommen. Wenn unsere Schalotten Farbe genommen haben, nehmen wir etwas von unserem Rotwein, löschen sie damit ab. Und geben etwas von unserer gebundenen Schü dazu. Und lassen das Ganze jetzt richtig stark einreduzieren. Der Rotwein und die Schü verkochen jetzt und geben so den Schalotten ein intensives Aroma. Die Säure durch den Rotwein. Die Chü, sie brauchen auch nichts würzen, weil die Chü auch einen kräftigen Wildgeschmack hat. Ich lasse die Rotweinschalotten jetzt ca. 5 Minuten einreduzieren. Sie sehen, die Soße hat sich um die Schalotten gebunden. Unsere Rotweinschalotten sind nun fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de